Wir drücken mit ihnen unsere Persönlichkeit aus. Sie verbinden uns privat wie im Beruf. Mehr als ein Stück Technik ist das Handy unser ständiger Begleiter. Die Erinnerungen an das erste Gerät sind oft nostalgisch und schön. Ja, das war ein Nokia 6210, das beste Handy aller Zeiten. Das war ein Nokia, noch mit Antenne zum Rausziehen. Also Siemens, ganz einfach. Also ohne Bilder, ohne alles, sondern nur zum Telefonieren. Ich glaube, T-Mobile gab es am Anfang nur. D1-Netz. D1 war das Netz damals, war das einzige. Vor dem Start des D-Netzes vor genau 20 Jahren gab es zwar auch schon eine gewisse Mobilität durch Autotelefone im C-Netz, mit dem heutigen Standard aber nicht zu vergleichen. Von Anfang an dabei im Mobilfunk ist René Obermann, heute Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. An sein erstes Mobiltelefon kann er sich noch gut erinnern. Das war auch im C-Netz und kam von SEL, Alcatel, und hatte so eine Art Brikett-Form und hieß damals ironischerweise Pocky. Aber das konnte man nicht sonderlich gut in die Hosentasche stecken, weil es viel zu groß war. Von diesem Brikett weit entfernt sind heutige Mobiltelefone. Schon längst sind sie nicht mehr nur zum Telefonieren da. 2 Milliarden Menschen werden in den nächsten Jahren mit dem Handy oder dem Tablet mobil ins Internet gehen. Für die Leute ist der Mobilfunk und das Smartphone oder der Tablet-PC oder andere Geräte sind der erste Zugang zum Internet. Nicht wie früher über die Leitungsverbindung, sondern heute ist es in erster Linie mobil. Neben dem überall verfügbaren Zugang zum Internet werden die Smartphones von morgen weitaus mehr können. In den T-Labs arbeitet man bereits an unserer mobilen Zukunft. Einen ersten Einblick gibt uns Fabian Hämmert. Ja, hier in den T-Labs wird geforscht, wie wir in Zukunft miteinander kommunizieren wollen und wie wir mit Technik im Allgemeinen umgehen werden in der Zukunft, insbesondere natürlich mit Handys. Ja, ich selbst bin Doktorand und in meinem Forschungsgebiet geht es darum, welche Rolle der Körper im Umgang mit dem Digitalen spielen kann. Das Digitale ist ja für uns eigentlich gar nicht fassbar, gar nicht begreifbar, aber unser Körper kann total viel, weil wir total geschult sind, Sachen zu erfühlen. Und das würde ich gerne auch mit dem Digitalen machen, es spürbar machen. Ja, das sind Prototypen von möglichen Zukunftsvisionen von Handys. Hier ist zum Beispiel eins, was dicker und dünner werden kann, je nachdem, wie viel Inhalt drin ist. Zum Beispiel könnte ich spüren, dass in einem E-Book, dass ich am Anfang des Buches bin, weil auf der rechten Seite vom Buch sind noch viele, viele Seiten, die ich spüren kann. Das hier ist das lebendige Handy, was einen Herzschlag hat und eine Atmung. Und das ist also ganz entspannt, wenn ich keinen Anruf verpasst habe. Es ist aber aufgeregt, wenn ich jetzt eine SMS verpasst habe oder einen Anruf. Technik, die atmet und lebt, heute noch unvorstellbar. Doch der Trend geht in Richtung Interkonnektivität. Immer stärker verschmelzen wir mit unseren Handys. In einem Projekt wird zum Beispiel gerade erforscht, was passiert, wenn Kleidung interaktiv wird. Da geht es um einen Notfallknopf für Schlaganfallpatienten. Wir haben ein Hemd entwickelt, wo man die Brusttasche abreißen kann und dann wird 112 gewählt. Kleidung, die Leben retten kann. Die Innovationen von morgen sind mehr als nur reine Technik. Schon heute sind Mobiltelefone sehr persönliche Geräte, die viel über uns erzählen. Das weiß keiner besser als Olaf Sänger. Sein Vater sammelte hunderte ausrangierter Geräte von Politikern und Promis. Die alten Geräte regen die Vorstellungskraft an. Was mag der frühere Besitzer wohl alles damit erlebt haben? Welche Geheimnisse wurden durch den Hörer besprochen? Welche wichtigen Entscheidungen gefällt? Das Mobiltelefon als Blick hinter die Kulissen der Stars. Also das Bill Clinton-Handy ist sicherlich immer skurril, weil alle erwarten, dass so ein wichtiger Mann ein ganz besonders kleines Geheimdienst-Handy hat oder so. Und das ist ja mehr so ein Knochen. Also das ist sicherlich sehr skurril. Dann natürlich, dass das von Otto designte Handy ist auch immer sehr skurril, weil das halt eben ja selbst gestaltet ist. Und ich sag mal, je jünger die Betrachter werden, desto skurriler finden die einfach große Handys. Und ich sag mal, so ein Handy war für mich früher ganz normal. Handys waren halt so groß. Und heute werden die dann doch schon eher belächelt oder man fragt, ob es halt ein Seniorenhandy ist. So sehen sie aus, die alten Handys der Mächtigen und Berühmten. Und alle haben Erinnerungen an ihr erstes Handy. Mein erstes Handy? Nein, ich hatte schon viele. Ich habe vor 18 Jahren ein Buch geschrieben, Hand in Handy. Das war das erste Buch über das Handy. Da kommt noch keine SMS vor. 20 war ich damals, schon lange her.
Der Wunsch zu kommunizieren ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Das sagt auch Nick-Jan van Damme, Chef Telekom Deutschland. Und das bedient der Mobilfunk. Nur so lässt sich der Erfolg der letzten zwei Jahrzehnte erklären. Ich glaube, die letzten 20 Jahre haben uns wirklich gezeigt, dass Kommunizieren unter Menschen wirklich ein Grundbedürfnis ist. Was wir sehen, ist eine Riesenentwicklung in Endgeräte. Und ich glaube persönlich zum Beispiel, dass wir eine Mischung sehen werden zwischen Tablet-PCs und die heutigen Smartphones. Alle werden in Zukunft auch mit Mobilfunknetzen verbunden sein. Das bringt viele neue Möglichkeiten, zum Beispiel das Steuern von Geräten zu Hause mit dem Handy, wenn man unterwegs ist. Das bedeutet, dass man Möglichkeit hat, sich mit dem Handy zu identifizieren oder zu bezahlen, wenn man an der Kasse steht. Trotz aller Innovationen, Wünsche haben Mobiltelefonierer trotzdem noch. Was ich cool fände, wäre, weil das Problem ist, dass der Akku ja immer so schnell alle ist, wenn man es so aneinander halten würde und dann würde der Akku so, ja, so rüber übertragen werden könnte. Ein Beamer ins Telefon. In Zukunft werden wir noch mehr Dinge mit dem Handy tun als heute schon. Denn nach 20 Jahren Mobilfunk ist eines sicher: Die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende.